Auto, Auto! Mann! Hey, den Leuten in den Autos, die Autos sind egal. Echt mega scheiße. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Koffer gehen. Ich glaube L2, R2. Fuck you. Das ist der Coffin. Oder wie das Teil auch immer heißt. Boah! Zwei Spieler werden jetzt hier echt geil. Der eine stellt sich einfach davor, dass die Autos nicht hochfahren. Ich weiß gar nicht, ob man den schon killen kann, bevor man den geowned hat. Das wäre nämlich sehr, sehr gut, weil wenn ich jetzt hier einen 3000-Punkte-Teil reiße. Oh, und der nicht gewertet wird. Also der nur als geowned gewertet wird, dann wäre das echt mega scheiße. Boah, das kann doch nicht sein. Ich bin doch wohl nicht so schlecht. Wunderschön. Ja, ich glaube, das werdet ihr noch öfter in dem Spiel sehen. Der wäre so schön gewesen, der wäre so gottverdammt schön gewesen. Der war zwar total mega unrealistisch, aber der wäre mir so scheißegal gewesen. Warum pushe ich eigentlich die ganze Zeit Mongo? Sagt mir das mal einer. Ich krieg das einfach nicht hin. Ich kann es auch nicht sein lassen, mich einfach eine ganze Runde zu drehen. Das muss immer eine ganze sein. Ich glaube, der halbe wird sowieso reichen, beziehungsweise ich glaube, es wird sogar schon reichen, wenn ich gar keine Drehung mache. Voll im Kopf dagegen. Ich witze jetzt. Ja, du hast gerockt. Das hat's echt gebracht. Hab ich ihn gekillt? Das sieht mir sehr danach aus, dass ich den gekillt habe. Jetzt werde ich nicht hier wieder gespawnt, ne? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Denk mal, ich habe ihn gekillt. Fahr mal einfach mal weg. Und gucken dann nach. Yep, gekillt. Was war das denn? Wie gesagt, die stehen hier einfach rum. Boah, das wäre so knapp gewesen. Ne? Also es ist knapp gewesen. Es wäre nicht knapp gewesen, es ist knapp gewesen. Aber so wie ich das sehe, machen wir jetzt erstmal... das da.
Snake Style Shoutout. Kuss Bowl Series fängt heute im Dueling Snake Skatepark an. Das Shootout oder ja, ist ein K.O.-Event über 3 Runden. Wirst du in einer Runde letzter, fliegst du raus. Ich glaube, das kenne ich. Da habe ich auch Probleme gehabt. Ich sage jetzt immer, ich hätte da Probleme gehabt und dann schaffe ich das hier, aber es ist so. Könnte vielleicht auch daran liegen, dass Skate 2 der erste Skate-Teil gewesen ist, den ich gespielt habe. Ja, das ist das, woran ich mich erinnere. Hallo! Hey, hey, das ist ja nicht unser Infoball! Hey, aber mein Taxi rollt schon an! Mann, es geht los, wenn's losgeht! Und jetzt mach dich weg, du stehst mir in der Sonne! Digga, du sagst! Oh, hat dir einer aufs Griptape gestrollt? No way, ich hab schon gehört, dass du draußen bist! Hey, Shingo, wir können anfangen! Legen wir los! Ja, legen wir los, ne? Das hat mir $25. Das ist ja gar nichts. Okay. Boah, ist das kacke. Führe! Ich mache euch... Oh, fällt ihr mir in die Bahn rein, ey? Ich fasse es nicht. Piesel dich. Wow. Okay. Wie viel stehe ich nach vorne? Okay. Oh, nee, ne? Hab ich's noch geschafft? Ich glaube, ich hab's noch geschafft in der letzten Sekunde oder so. Uhu! Weiter! Ich werde das jetzt gleich vorlesen. Jedenfalls versuche ich's, weil es ist echt total leise. Nur Air-Tricks. Oh, der war so schön, ne? Den senken wir nochmal in der Bowl drinne. Ziehen wir halt hier vorne ein bisschen was ab. Aha! Oh, der war so schön, ne? So. So ein bisschen Punkte hier reißen. Was macht der denn da?
habe ich die locker nass gemacht, aber so richtig. Weiter. Ich glaube, hier gibt's ein Dings. Das ist, glaube ich, ein Spot und der ist richtig scheiße. Sehr schön. Ich glaube, die Kamera ist noch ein bisschen entfernter, beziehungsweise nicht so störrig im dritten Teil von Skate. Glaube ich jedenfalls mal. Was der für Probleme hat, ey. Komm, ich will noch die 10.000 packen. Dankeschön. Hat der 200? Oder so. Alten. Komm, lad. Jo, Quest, die ich gewonnen habe. 200 Tacken. Oh mein Gott. Okay, anscheinend ist es kein Spot. Schade. Ja, ich mach dann auch mal jetzt für hier Schluss, weil ich habe nämlich eben auch gehört, dass der Wecker von meiner Mutter geklingelt hat, dass das Essen jetzt gleich fertig ist. Jo, ich hoffe mal, euch hat die heutige Aufnahme gefallen. Wir waren sehr, sehr provokativ, wollte ich gerade sagen. Wie heißt denn das Wort? Wir haben sehr viel geschafft. Fällt das Wort nicht ein. Irgendwas mit P, Pr. Ich weiß nicht, wie der da heißt. Oh, schön, schön, schön. Ich weiß, mir fällt das Wort nicht ein. Ist auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich habe die ganze Zeit prominent im Kopf. Was ist es nicht? Oh. Heilige Kuh, meine Fresse. Ja, ich hoffe, euch hat die heutige Aufnahme gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!